Ich habe ja schon mal den Plan gehabt, ein Buch zu publizieren über Fritz Lang, da allerdings nur über die Filme. Es gab sogar schon ein Cover und es gab schon einen Verlag, war alles geregelt. Dann kam aber dieses Buch von Tom Gunning, dem britischen Kollegen, heraus. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, man kann das nicht mehr machen. Man kann nicht mehr ein Buch über die Filme von Fritz Lang veröffentlichen. Eine neue Sicht ist immer möglich, aber ich fand die Sicht von Tom Gunning so umfassend, dass man da erstmal eine Pause machen sollte. Was ich aber immer bedauert habe, war, dass es kein Buch gab, das Leben und Werk zusammen gesehen hat. Keiner der großen Bücher, weder die Eisner noch der Gunning, haben über das Leben von Fritz Lang gearbeitet. Es gibt eigentlich nur ein amerikanisches Buch über das Leben von Fritz Lang. Das schien mir aber so fiktional, da ist so viel erfunden und so viel falsch behauptet, dass ich darin keine große Konkurrenz gesehen habe. Und deshalb habe ich mir vorgenommen, das mal anzugehen. Das Schlimme ist, dieser Bursche Fritz Lang hat ja nichts über sein Leben gesagt. Der einzige Mensch, der etwas über sein Leben wusste, war Lotte Eisner. Die hat das aber nicht benutzt. Sie war ihm viel zu nah, um das zu publizieren. Ich glaube, sie war auch mit ihrem Buch nicht sonderlich zufrieden. Es ist auch eigentlich kein sonderlich gutes Buch. Es ist ein vorläufiges Buch. Fritz Lang selbst hat aber darauf gewartet, weil er wollte irgendwie, dass jemand über seine Filme vielleicht auf die Spuren seines Lebens kommt. Und das habe ich in einer gewissen Weise gemacht. Für mich ist Fritz Lang in dem Sinne auch ein Existenzialist des Kinos. Im ganz üblichen Sinne, die Existenz geht der Essenz voraus. Das heißt, zuerst dreht er seine Filme und indem er seine Filme dreht, entdeckt er sich auch selbst. Und ich habe das ein bisschen nachverfolgt. Ich habe recherchiert, was er gemacht hat in seinem Alltag. Es gibt Kalender. Er hat jedes Jahr einen Kalender geführt, wo er Tag für Tag eingetragen hat, was er gemacht hat, mit wem er telefoniert hat, wen er getroffen hat, sogar wie teuer abends sein Dinner war. Die habe ich zum ersten Mal insgesamt gesehen. Das hat bisher noch niemand getan. So habe ich ein gewisses Bild seines Alltags bekommen und habe das in Beziehung gesetzt zu dem, was seine Filme ausgesagt haben. Und das fand ich extrem spannend. Ich habe eher das Archäologische betont. Also ich war auf der Suche nach Dingen, die man nicht wusste. Und ich war auf der Suche nach dem, was hinter dem liegt, was er selbst behauptet hat. Also ich habe ihn überprüft in seinen wenigen biografischen Hinweisen, die er gegeben hat, habe das gerade gestellt und bin mehreren Dingen auf die Spur gekommen, die so noch nicht vorher bekannt gewesen sind. Ich glaube, auch noch nie hat jemand so intensiv erforscht, dass er neben den Filmen auch eine besondere Lust und Freude am weiblichen Geschlecht hatte. Natürlich hat er das so weit getrieben, seine amorösen Abenteuer, dass man das nicht in Gänze erfassen kann. Das wäre auch gar nicht sinnvoll gewesen. Aber ich habe zum Beispiel über dem Leid, das die Frau, die er am meisten geliebt hat, Gerda Maus, hatte. Sie hat ihn auch geliebt, sie wäre mit ihm gerne zusammengeblieben, hatten aber ihn nicht ins Exil begleitet, weil es ihr doch zu weh getan hat, dass er unentwegt immer auch andere Seiten nachgegangen ist. Naja, er war schon eine elegante Erscheinung. Er trug die modischsten Anzüge, er war immer frisch frisiert, er hatte sein wunderbar funkelndes Monokel, er liebte neben seiner Kunst selbstverständlich auch die Freuden, die die große Stadt ihm boten, die teuersten Restaurants, die elegantesten Bars. Er war überall zu Hause, bei den großen Sportveranstaltungen, bei den großen Boxkämpfen, er war bei dem Sechstagerennen, er war bei jeder Ausstellungseröffnung präsent. Also er war auch ein Mann des Berliner Lebens und das hat er genauso genossen wie seine Kunst. Interessant ist natürlich, dass seine Kunst eher eine Kunst des dunklen, düsteren,
des Geheimnisvollen ist und Eleganz nur am Rande eine Rolle spielt. Also es gibt zum Beispiel diese wunderbaren Fotografien, wo er mit seiner damaligen Frau Theo von Harbo an einem Buch arbeitet. Sie beide liegen auf einem riesengroßen Chaiselong und sind gekleidet, als würden sie im nächsten Moment ins Theater gehen oder in die Oper. Also selbst der Alltag zu Hause war aufgeladen mit einem Sinn für Feinheiten und für Schick. Solange Fritz Lang in Berlin der 20er Jahre gearbeitet hat, hat ihn eigentlich nur seine Kunst interessiert. In der Kunst allerdings sollte das, was in der Gesellschaft und der Zeit vorhanden war, schon sich widerspiegeln. Aber die Wirklichkeit selbst, die politische Wirklichkeit, die hat er nicht wahrgenommen. Er hat sich ja selbst als ein Schlafwandler in der Zeit bezeichnet und hat sich das eigentlich später sehr übel genommen. Ich glaube, dass er vielleicht sogar gedrängt worden ist, Deutschland zu verlassen im Juli 1933. Er wurde gedrängt von einer Frau, die er damals kennenlernte, Lili Laté, die ihn dann bis zum Ende seines Lebens auch begleitet als Gefährtin an seiner Seite. Und sie war eher linksliberal eingestellt und hat ihn gewarnt. Fritz, du weißt, du hast jüdische Wurzeln. Glaube ja nicht, dass das vergessen wird von den Menschen, die jetzt an der Macht sind. Also sie hat ihn sehr gewarnt vor der Hitler-Hugenberg-Fraktion und hat ihn doch sehr, sehr nahegelegt, Vorsicht walten zu lassen. Und dann, als er immer noch zögerte, hat sie doch darauf bestanden, dass er nach Paris geht. Und als er dann nach Amerika gekommen ist, war er sehr schnell innerhalb der Emigrantenszene verortet. Er hat dort mit allen geredet und debattiert, die wirklich im Kampf gegen Nazi-Deutschland gestanden haben. Und er hat immer mehr begriffen, dass er da nicht außen vor bleiben darf. Sofort, schon die ersten Jahre in Hollywood, wird er Freundschaften schließen, die ihn auch drängen, sich zu engagieren gegen Nazi-Deutschland. Das verinnerlicht er in einem unglaublichen Maße. Es gibt eine Zeit, wo er die Chance gehabt hätte, bei einem großen Studio vielleicht eine feste Anstellung zu bekommen und Film für Film für Film zu drehen. Das ist die 20th Century Fox von Darrell F. Zanuck. Zanuck hat ihn sehr, sehr geschätzt. Aber plötzlich war Lang so gelähmt von dem sogenannten Blitzkrieg der Nazis in Europa, dass er fast arbeitsunfähig wurde. Und er hat dann zwei, drei Projekte, die er eigentlich für Zanuck drehen wollte, hingeschmissen, sodass Zanuck ihn rausgeworfen hat. Lang hat sich das aber gar nicht so sehr zu Herzen genommen, weil in der Zeit war für ihn nur wichtig, herauszubekommen, was passiert in Europa und wo sind die ersten Kennzeichen, dass es vielleicht doch in einer Niederlage der Nazis enden würde. Und je weiter das ging, desto aufmerksamer blieb er bis zuletzt. Und nach dem Krieg hat es ja immerhin 10 Jahre gedauert, bis er mal wieder zurück nach Deutschland gegangen ist. Er hat dann später gesagt, es hat eine Zeit gegeben, in der er sich geschämt hat, Deutsch zu sprechen. Nun, er hat ja mehrere politische Filme gedreht. Fritz Lang hat für sich beschlossen, er muss auch seine eigenen Kriegsbeiträge leisten. Und dann, das sind dann eine Reihe von Filmen über die Gefahr, die Nazi-Deutschland über Europa bringen könnte. Ministry of Fear etwa. Aber der Höhepunkt dabei ist in der Tat dann der Film, den er mit Bert Brecht gedreht hat, Hangman Also Die. Und man muss sagen, er war ein großer Bewunderer von Bert Brecht und Bert Brecht hat sich wirklich schoflich ihm gegenüber benommen. Er hat ihn später sehr beschimpft und hat sich lustig gemacht, dass für Lang Amerika ein Paradies darstelle und hat ihm vorgeworfen, er könnte das Kapitalistische dieser Gesellschaft gar nicht begreifen. Lang hat aber das einfach hingenommen, es bedauert.
und hat seine Freundschaft mit Bert Brecht verlängert und war, als er zum ersten Mal davon gehört hat, dass Brecht gestorben ist, zutiefst erschüttert. Ja, der Gang ins Exil, ich habe ja das so beschrieben, er hat das Gefühl, aus dem Himmel gefallen zu sein. Dieses Gefühl hat ihn meinen Satz nie verlassen. Er war in der Weimarer Republik ein Halbgott des Kinos. Er konnte eigentlich machen, was er wollte. Selbst als er Schwierigkeiten hatte mit der UFA, weil Erich Pommer eben weg war, hat er mit Seemann Nebenzahl einen Produzenten gefunden, der ihn in allem unterstützt hat. Als die beiden zusammen M gemacht haben, hat Nebenzahl gesagt, sie können machen, was sie wollen. Aber es muss Kosten, die Kosten müssen im Rahmen bleiben. Daran müssen sie sich halten. Aber sie müssen sich selbst als Künstler ausdrücken. Und diese Idee, sich als Künstler auszudrücken, der Rembrandt des Kinos zu werden, das hat er auch in Amerika nicht vergessen und hat das hin und wieder ja geschafft. Denken Sie an den Film Scarlet Street. Ein wunderbar malerischer Film mit einem Maler sogar im Zentrum, ja, der dann aber seine Malerei verliert oder den Glauben an die Menschen verliert. Das war ein riesiger Erfolg in Amerika. Und dann wollte er eben noch einen Schritt weiter gehen und hat mit diesem Film Secret Beyond the Door im Grunde auch die Rezeptionsmöglichkeiten in den USA eigentlich gesprengt. Diesen Film hat niemand angenommen und es war ein Riesenmisserfolg. Das heißt, auf dem Augenblick ein Riesenerfolg und auf der einen anderen Seite ein Riesenmisserfolg. Er selbst hat es ein bisschen klein geredet, indem er sagte, er habe gelegentlich zwei Schritte zurückgehen müssen, um drei nach vorne zu kommen. Aber ich glaube, dass so einfach war das nicht. Unentwegt wollte er wieder der Halbgott des amerikanischen Kinos werden. Das ist aber nie geworden. Die Stellung, die er im deutschen Film hatte, wo ihn alle bewundert haben, wo alle seine Perfektion bewundert haben, wo alle bewundert haben, dass er immer wusste, was er wollte. Das war ja kein zögerlicher Mensch. Der hat sofort allen Leuten, schon als er ganz, ganz jung war, gesagt, was sie zu tun und zu lassen haben. Fertig. Ich bin Fritz Lang. Ich weiß, was los ist. Ich sage euch, wie die Kunst des Films eigentlich funktioniert. Nee, Fritz Lang kam nach Amerika. Er wurde eingekauft von Selznick für MGM. Und dann musste er erstmal erkennen, dass diese Studie an seinen Ideen überhaupt kein Interesse hatte. MGM war zu dieser Zeit ein Klemmerstudio, das gerade von David O. Selznick dann seinen Höhepunkt erfuhr, als MGM Gone with the Wind vom Winde verweht herausgebracht hat. Im Grunde ein Selznick-Film, zwar nicht für MGM gedreht, aber innerhalb der MGM verliehen und ausgewertet. Das war im Grunde vom Winde verweht, das war das Klammerkino, das MGM wollte. Da gab es keinen Platz für Fritz Lang. Er hat drei, vier Projekte gehabt, sie vorgelegt, die wurden alle abgelehnt. Und als er einen Film drehen wollte mit Selznick, dann hat Selznick MGM verlassen und stand wieder mit leeren Händen da. Dann hat er aber einen Film drehen können, Fury, sogar mit Spencer Tracy, einem der großen Stars der damaligen Zeit bei MGM. Aber auch das war ein so düsterer Film, dass der Studioboss von MGM, Louis B. Mayer, sagte, dieser Kerl wird nie wieder einen Film bei mir drehen, solange ich etwas zu sagen habe. Und Lang kommt erst ganz, ganz spät wieder zu MGM, hat noch einmal eine Chance, einen kleinen Film zu machen. Da ist aber Louis B. Mayer schon in Rente. Und Lang dreht einen fürchterlich unwichtigen Film. Aber er fühlte sich einfach wohl, noch einmal für MGM zu arbeiten. Also er war auch ein Dickkopf. Ja? Er war auch ein Dickkopf, der irgendwie sich immer wieder durchsetzen wollte und immer wieder weiterkommen wollte. Seine Experimente ließen ja nicht nach. Nur in Hollywood hat man ihm das nicht immer gestattet. Interessant ist natürlich, dass es seine Erfolgsgeschichte als einer der wenigen Regisseure, jetzt mal von den ganz großen John Ford und Howard Hawks abgesehen, hat er für alle großen Studios gearbeitet. Also er hat sich auch immer wieder arrangieren können mit den kreativeren Leuten bei den großen Studios. Er hat in Hollywood 5, 6 grandiose Filme gedreht, die für meine Begriffe zu den besten
Beispielen des amerikanischen Kinos, das Classical Hollywood, gehören. Aber er hat eben nicht nur, wie man das ja vielleicht in der deutschen Periode sagen könnte, er ist nicht immer von Meisterwerk zu Meisterwerk gekommen. Also ich glaube, wenn man die amerikanischen Filme von Fritz Lang insgesamt sieht, dann ist eine Tendenz wirklich deutlich zu sehen. Und diese Tendenz heißt, die Filme werden immer dunkler, immer düster, immer schwärzer, immer pessimistischer, vielleicht sogar nihilistischer. Am Ende steht Lang mit seinem amerikanischen Werk da als einer, der eigentlich keine Chance sieht für das menschliche Individuum. Sie werden zerrissen. Sie werden Konflikten ausgesetzt, die sie nicht beherrschen. Was bleibt ihnen? Eigentlich verlieren sie alle, bis auf wenige Ausnahmen abgesehen. Eigentlich verlieren sie alle. Aber Lang sagt dann, und das ist im Grunde dann auch eine Devise, die er für sich selbst hat, noch in der tiefsten Niederlage musst du wieder aufstehen, musst dagegen kämpfen und deine Chance suchen. Dass er aber in seinen Filmen dann so wenig Raum lässt für die, die dann wirklich auch den Konflikten widerstehen und in eine wunderbare neue Form des Überlebens kommen, das müssen wir konstatieren. Die Helden, die amerikanischen Helden bei Fritz Lang haben eine starke Seite, aber am Ende sind sie alle deformiert oder tot. Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, dass das Leben sich in der Tat bei Fritz Lang in den Filmen widerspiegelt. Er selbst hat ja immer gesagt, was wollt ihr denn von mir wissen? Schaut euch doch meine Filme an, da seht ihr alles. Meine Ängste, meine Sehnsüchte, meine Hoffnungen, meine Wünsche, meine Träume. Aber wenn man das dann hochrechnet, gerade weil die Filme in der amerikanischen Phase so düster werden, so pessimistisch werden, da muss man natürlich auf der anderen Seite fragen, ja, wie hat er das dann überstanden? Er wurde ja doch sehr alt, er ist 86 Jahre alt geworden. Ihm ging es am Ende, er wurde immer schwächer, er als Augenmensch hat die Kraft seiner Augen verloren, er war am Ende fast blind, hat fast nichts mehr sehen können, er war auf Hilfe angewiesen. Ja, ist das ein Bild, das er sich selbst vorgezeichnet hat? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass die Filme, wenn man sie für sich betrachtet, sich nicht verändern. Sie werden intensiver. Es wird klarer zu sehen sein, was wirklich in diesen Filmen von der Persönlichkeit Fritz Lang drinsteckt. Das merkt man schon. Und das ist mit anderen Worten, die Franzosen haben das ja immer gesagt. Schaut euch 10 Minuten einen Film von Fritz Lang an und ihr werdet immer sehen, es ist immer Fritz Lang zu erkennen. Das hat natürlich mit der Virtuosität des Handwerks auch zu tun auf der einen Seite, aber auch davon, dass wie bei wenigen Menschen das Weltbild, das er hatte, immer wieder durchschimmert. Ja? Die amerikanischen Filme am Ende, was zeigen sie? Menschen, die lügen, die Karriere machen, die ihre besten Freunde in Gefahr bringen, die im Grunde ihr ganzes Leben durcheinander bringen und am Ende stehen sie dennoch nicht als Sieger da. Also der typische amerikanische Held, der alle Widrigkeiten, der allen Widrigkeiten trotzt, sich immer wieder erneuert und am Ende dann doch wieder, sagen wir mal, in die Sonne reitet, das gibt es bei Fritz Lang nicht. Am Ende gibt es noch nicht mal Mondlicht in den Filmen von Fritz Lang, sondern es gibt nur Mühsal, Niederlagen und Tod. Also man kann aus dem Werk von Fritz Lang noch heute etwas lernen und das heißt, dass man Filme nicht nur einfach fotografieren kann, sondern dass man eine Vision haben muss, die durch die Bilder sich durchdrücken. Das heißt, Truffaut hat ja einmal gesagt, es gibt wenige Filmkünstler, und dazu hat er auch Fritz Lang gezählt, die müssen nicht durch die Kamera schauen, die müssen nicht die Darsteller führen, die müssen nicht die Montage selbst machen. Und doch erkennt man immer wieder, wer dahinter steckt, nämlich der Auteur des Kinos.
Nun wissen wir, Lang hat durch die Kamera gesehen. Er hat seine Darsteller wie ein Feldherr getrieben. Er hat ihnen beigebracht, welche Gesten sie zu machen haben und welche Gesten sie zu lassen haben. Und wir wissen, dass er zu einem großen Teil seine Filme selbst geschnitten hat oder mit einem Cutter zusammen die Filme geschnitten hat. Das heißt, er war auch handwerklich immer präsent. Umso stärker ist er dann natürlich in den Filmen da. Und ich glaube, man kann von Fritz Lang lernen, dass es Filme machen, dass es das nicht lohnt, ohne dass dahinter wirklich die Weltsicht, die Weltlust, der Weltschmerz einer menschlichen Empfindung dahinter steckt.